Fahrer Georg Fritze war einer von den wenigen, die während der Hitler-Diktatur ohne Rücksicht auf ihr eigenes Schicksal für die Opfer des Nationalsozialismus eingetreten sind. Für ihn war das eine selbstverständliche Konsequenz aus seinem christlichen Glauben. Dadurch, dass er für die Opfer eintrat, wurde er schließlich selbst zum Opfer. Die Pfarrer Georg Fritze Gedächtnisgabe des Evangelischen Kirchenkreises Köln-Mitte ist eine Anerkennung für das besondere Eintreten von Doğan Akanlı für die Menschenrechte in der Türkei, insbesondere der Anerkennung der Rechte der Kurden und Armenier sowie sein Anliegen, den von der Türkei bis heute nicht öffentlich eingestandenen Völkermord an den Armeniern in den Jahren 1915 bis 1916 und die staatlichen Gewaltverbrechen des 20. Jahrhunderts aufzuarbeiten. Dieses beispielhafte Engagement sollte durch die Verleihung dieses Preises besonders hervorgehoben und gewürdigt werden und verdient unseren ganzen Respekt.